So gründete sich 2012 in Berlin ein Ableger der sogenannten identitären Bewegung, der sich in Ausrichtung und Auftreten explizit an junge Menschen richtet und versucht, mit Flashmobs und Videos im Internet junge Menschen für Rassismus zu begeistern. Letztendlich handelt es sich um eine Bewegung, die Faschismus und die damit einhergehende Menschenverachtung nur modern aktualisiert. Sie wollen die Unterdrückung unter eine Nation und damit die Ausgrenzung aller Menschen, die vor Krieg, Hunger und Ausbeutung nach Europa fliehen. In Zeiten, in denen fast täglich Anschläge auf Heime von Geflüchteten verübt werden, ist es umso wichtiger, rassistischen und faschistischen Bewegungen entgegenzutreten. Darum ist es notwendig, dass wir uns nicht vereinzelt lassen im Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Ausbeutung und im Kampf für das gute Leben in der befreiten Gesellschaft, sondern uns organisieren und engagiert eingreifen. Bildet Banden und lasst die identitäre Bewegung und andere völkisch-nationalistische Arschlöcher nicht Oberwasser bekommen. Kein Fußbreit den Faschisten! Dankeschön. Und vergesst an dieser Stelle nicht, die Identitären schaffen den Boden, den sich auch ein Sigmar Gabriel anschließen kann. Von Volk und Nation versteht auch die SPD eine ganze Menge. Da versteht auch die CDU und die CSU eine ganze Menge davon und neuerdings auch die Grünen. Vergesst nicht, dass diese Leute in den letzten Jahren die härtesten Asylrechtsverschärfungen der neueren Zeit beschlossen haben. Und diese Asylrechtsverschärfungen legen den Boden und den Grund dafür, dass jetzt Abschiebungen erfolgen können und alle unliebsamen Ausländer und Migranten und Menschen, die anscheinend hier kein Bleiberecht genießen, wieder aussortiert werden und aus diesem Land geworfen werden sollen. Stop deportation! No border, no nation! Stop deportation! No border, no nation! No nation, no border! No border! No nation, no